Weg nach oben. Ach du Scheiße. Unheimlich. Da ist ein Fensterhaus. Mal gucken, ob die Haustüre auf ist. Das sind noch so alte Gartenzwerge. Oh, guten Morgen. Cringe. Jetzt ein bisschen gebrannt. Toiletten. Ja, alte Dusche. Was ist mit der Taschenlampe los? In diesem Sinne, hallihallo meine Damen und Herren und willkommen zu einem neuen Lost Places Video nach gefühlt 2 Wochen. Ja, ich bin wieder recht gut gesund und heute stehen wir vor einer verlassenen Villa. Die Haustüre steht offen, ich bin leider nochmal alleine unterwegs, weil es gibt leider im Moment ein paar Missgeschicke zwischen meinen Kollegen, mit denen ich das ja sonst immer mache. Aber das wird sich hoffentlich klären und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Ja, also auf jeden Fall steht diese Villa ungefähr seit 1800 irgendwas leer. Genauere Info so richtig habe ich gar nicht darüber. Auf jeden Fall schöne Grüße an Leon TV, der hier seine Overnight gemacht hat. Schöne Grüße an dich. So Leute, ihr habt ja schon kleine Ausschnitte gesehen zum Anfang des Videos. Ja, hier war auf jeden Fall wahrscheinlich jemand unterwegs. Alter, cool. Hier wächst schon die ganze Pflanzenwucherei rein. Ein bisschen auch mit den Fenstern und dem Licht aufpassen. Wir wollen ja keine ungebetenen Gäste stehen haben. Alter. Alter. Hier ist noch ein alter Kleiderhaken. Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal das Erdgeschoss an. Alter Stromkasten. Keller. Hier ist ein alter Keller. Hier liegt noch ein alter Teppich. Abstellkammer. Vielleicht finden wir hier ja auch genauere Infos, seit wann das hier leer stehen könnte. Krasser Ort. Auch recht groß, ne? Da ist der Boden eingestürzt. Gefährlich. Holzboden. Badezimmer. Krass. Jo. Das war Glas. Hier hat ganze Fenster schon bedeckt. Mit Laub und Blätter. Meine Abstellkammer. Treppen, die sind ja schon echt scheiße gefährlich, ne? Ist auch nochmal ein Raum. Hier liegt ein Kalender von März 2017. Könnte sein, dass das hier nach dem Zeitpunkt stillstehen könnte, also verlassen sein könnte. Und ich glaube, das ist der Raum, wo Leon TV drin geschlafen hat. Eignet sich auch perfekt. Hier ist noch ein alter Tisch. Und ich glaube, hier auf dem Tisch, also auf dieser Tür,
saßen Leon TV. Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher. Ich meine, ja, und dann hatten die hier aus dem Fenster geguckt. Ich sage ja, schöne Grüße an dich. Falls du dieses Video sehen tust. Krass. Krasser Scheiß. Hier liegt noch ein alter Föhn. Wie gesagt, auch ein bisschen mit dem Licht hier aufpassen. Krass. Oh, eine schäbige Tapete hier oben, ey. Mein Gott. Ich weiß gar nicht, wie man sich so was freiwillig in eine Bude hängen kann, ey. Auch nochmal ein altes Badezimmer. Hier noch ein altes Verlängerungskabel. Kisten, hoffenweise. Jetzt können wir mal hier. Die Treppe hoch zum Speicher. Ich hoffe, dass die Treppe mich hält. Ach du Scheiße. Jo. Oh, ein alter Boiler. Alter. Ist das eine krasse Nummer. Alles mit Datenunterlagen. Krass. Schon wieder so ein typischer Ort, wo du dich schon wieder einen ganzen Tag aufhalten könntest. Aber so weit möchte ich hier nicht durchlaufen, weil der Boden komplett aus Holz besteht. Und jetzt ja schon so ein bisschen gebrannt. Deswegen steht das scharf. Ja. Krass. Schön, schön. Ich weiß auch gar nicht, von was die ganzen Unterlagen hier sind. Inhaltsverzeichnis. Von irgendeinem Buch. Hier ist dann so ein handgeschriebener Zettel. Fuck. Falsch. Selbstgeschriebene Zettel, die finde ich auch immer so richtig geil. Krass. Krasser Scheiß. Ich glaube, wir gehen jetzt mal wieder runter hier. Aber noch nicht raus. Mach es gleich mal in den Keller an. Auf jeden Fall das Treppenhaus, das sieht ja auch schon echt spooky aus. Krass. Geiler Scheiß. Wie viel Einrichtung hier aber auch zum Teil noch drin ist. Krass. Autofreak war das hier wahrscheinlich auch. Oldtimer Praxis. Krass. So Leute, jetzt gehen wir wieder runter. Wie gesagt, ich hoffe so sehr, dass wir hier alleine sind, ey. Dass wir hier nicht gleich irgendwann ungebetene Gäste kriegen. Ich glaube, das Video wird auch nicht so lang. Weil es auch ein recht kleiner Ort. Oder ist klein, ne? Schon recht groß. Aber für so ein Haus. Gehen wir mal in den Keller. Wasser hier an. Oh, ja. Weiß ja nicht, hier tröpfelt es gut rein. Aber hier gehe ich mal wieder raus. Alter, sieht aus wie eine alte Werkstatt. Hier eine alte Stichsäge. Krass. Mit der Wasserflasche, Gummistiefel. Noch ein alter Boiler. Die gute alte Fritzbox. WLAN. Schön, schön.
Oh, hier ist die ganze Treppe schon eingestürzt. Eine alte Dusche, Badezimmer. Hier ist eine Wendeltreppe, die nach oben führt. Alte Uhr. Jetzt gehen wir mal hier die Wendeltreppe hoch. Die sieht recht vielversprechend aus. Oh, ich hoffe, die hält mich. Ey. Oh, ich bin auch noch ein bisschen so angeschlagen. Ich glaube, das hört man auch. Ich glaube, jetzt sind wir wieder am Anfang. Ja, und hier im alten Balkon. Nicht zu lange rausleuchten. Da unten ist eine Straße. Ja. Die Lampe ist auch geil hier oben. So, können wir die Lampe ausmachen? Schön. Hier ist auch noch eine alte Tür. Gelbe Tür. Das Ding ist, da steht Zutritt verboten. Aber, wie man sieht, der Weg ist öffentlich zugänglich. Das ist nur so ein Waldstück, was man reinlaufen kann. Wie gesagt, da unten ist das der Waldeingang. Also das ist ein normaler Waldweg. Hier stand nichts von Privatgelände. Betreten verboten, außer halt da unten die Schilder. Aber na gut, sollte man es schon richtig absperren. Wenn man sowas nicht möchte, dass hier die Leute drauf gehen. Der Schuppen, der ist auch recht gut noch erhalten. Hier ist sogar noch eine alte Werkbank drin. Auch cool. Huch, nicht fallen. Tut weh. Hier ist auch noch eine alte Tür. Können wir auch mal öffnen. Aber hier. Ein altes Fass. So, hier geht's wieder zu der Bude. Hinter ist aber nix. Wieder raus. So Leute, und in dem Sinne war es das jetzt mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst es doch mit einem Daumen hoch da. Wenn nicht, mit einem Daumen runter. Ihr kennt das Prinzip. Und ja, ich bin endlich wieder gesund. Das heißt, es kommen bald wieder neue Orte. Und ich hoffe, ihr hört den ganzen Regen nicht. Es regnet wie Sau schon wieder. Es kotzt mich schon wieder an mit dem Wetter. Aber egal, Lost Place wurde abgearbeitet. Und ja, folgt mir doch gerne auf Instagram. Den Namen werde ich hier unten animieren. Und ja, und wenn ihr noch keine weiteren, wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, dann abonniert doch gerne den Kanal. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall, bleibt gesund und ja, schönen Tag, gute Nacht oder egal, vergesst es. Je nachdem, wann ihr das Video seht. Auf jeden Fall. Ciao.